Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Lego Star Wars The Force Awakens. Genau, wir waren hier auf dem Millennium Falcon stehen geblieben, hatten den ja jetzt schon, ja, aus dem Exil sozusagen wieder zurückgeholt. Und jetzt wollen wir auch mal direkt ins neue Level starten, ohne lange drum rum zu reden. Wo geht das? BB-8, ich muss den Spannungswandler erreichen. Kannst hier. Du das Shot öffnen? Okay, komm her, mach das mal kurz. Das kriegen wir ja wohl wieder hin. So, perfekt. Wie sie sich freut. Oh. Was ist das? Oh nein, der Treibstofftank hat wohl ein Leck. Das Gas ist giftig, nicht einatmen. An der Wand dahinter das sieht gibt es gar ein nicht Atemgerät. Gut aus. Kommst du mit deinem Greifhaken dran, Finn? Okay. In Ordnung. Ich suche die Lüftungsschalter. Ach, ich hab's. Ich hab's schon, alles klar. Gut, dann wollen wir mal reingehen. Warum geht die nicht weit? Achso. Die Darth Vader. Okay, das kriegen wir hin. Super. Automatik klemmt. Ich muss sie manuell bedienen. Jetzt müssen wir mit Ray hier ran. Das kennen wir ja alles schon. So ein bisschen. So. So, jetzt sind wir startklar. Perfekt, dann kann es losgehen. So, dann ab zurück zum Cockpit. Oh, was hier? Oh, okay. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt später ran. Alles klar. So. Ich bin mal gespannt, welche Jedis alles hier zu kaufen gibt. Oder zum Freispielen und so. Warte mal. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ich wurde da reingemusst. Das ist ja kein Problem. Und ins neue Level Geschichte fortsetzen. Ja, und auch hier müssen wir überspringen. Mal gucken. So, perfekt. Das ist nicht gut. Irgendjemand hat uns erfasst. Ich habe keine Kontrolle mehr. Kannst du was sehen? Was ist das? Oh nein. Was sollen wir jetzt machen? Uns muss was einfallen. Chewie, wir sind zu Hause. Wo sind die anderen? Wo ist der Pilot? Das bin ich. Du? Ich hab's gestohlen. Von Anker Platt. Er hat's den Irving-Brüdern gestohlen und die Duquesne. Und der hat ihn mir gestohlen. Du kannst Duquesne ausrichten, dass Han Solo sich den Millennium-Falken gerade zurückgestohlen hat. Das ist der Millennium-Falke. Sie sind Han Solo. Dieser Droide muss so schnell wie möglich zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt. Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Haben Sie etwa Ratare an Bord? Oh, ganz toll. Die Goavianischen Todesbringer, die sind uns von Antun aus gefolgt. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Und klaut mir bloß nicht meinen Falken. Und BB-8? Der bleibt bei mir, bis ich sie los bin. Dann könnt ihr ihn haben und verschwinden. Han Solo, du bist ein toter Mann. Balatik, wo liegt das Problem? Ich werd's dir sagen. Wir haben dir 50.000 für den Job geliehen. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Ich habe nie ein Geschäft mit Kanji Club gemacht. Wieso sagst du es ihnen nicht selbst? Diese BB-Einheit, die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Wo
warte, warte. Verriegeln wir die Panzertüren in diesem Korridor, sitzt die ganze Bande in der Falle. Oh nein. Oh nein, was? Das waren die Falschen. Nice, jetzt können wir mit Han Solo spielen. Ist auf jeden Fall trotzdem eine kritische Angelegenheit. Und trotzdem ist es sehr geil. Han Solo ist, ist ein schöner alter Kumpel. So, hier müssen wir es zusammenpuzzeln. Super. Ist das so ein Raumscooter, Weltraumscooter oder? Wie lange geht das? So, okay. Ja, ich bin reich. Wie sich freut. Ist das ein Skorpion? Passt so aus. Augenblick. Lass mich nachsehen, ob sich da auch nichts Gefährliches drin verbirgt. Hai kann auch scannen, okay. Ach, nur kostbare Antiquitäten und Falschgeld. Jag sie hoch, Chewie. Ah, er kann Bomben schmeißen jetzt. Das ist natürlich nice. Das ist natürlich sehr nice. Das wird uns jetzt alles ein bisschen erleichtern. Na, jetzt haben sie uns gefunden. Das war's damit, Han Solo. Oh, die Armbrust ist echt heftig. Die ist aber irgendwie auch nur in Teil 7 so heftig. Vorher war die, glaube ich, gar nicht so brutal. Ein Schuss. Und weg. Es bringt nichts. Wir sitzen in der Falle. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht raus. Ich hoffe, deine Freunde leben noch, BB-8. Klingt nach einem Kampf da oben. Wir haben BB-Gas-Leck. Vorsicht, das ist giftig. Ach, kommt doch bestimmt. Und womöglich ätzend. Auf jeden Fall wird das stinken. Gibt's irgendwo eine Gasmaske? Ich habe immer noch das Atemgerät. Auch wenn das nicht wirklich gegen alles andere hilft. Achso, er hat die noch. Wie kann ich die... Achso, er setzt es von selber auf. Okay. Das heißt, ich kann hier einfach durchlaufen. Und hier den zudrehen. Super. Noch explodiert. So, super. Was ist hier? TC3-Pillen haben wir noch nicht. Hier kann nur Ray rüber. So. Wir sollen mal ein bisschen Geld. Das schadet ja nicht so ein bisschen. Oh, das war knapp. Das war ganz knapp. Zack. Und hopp. Und nochmal. Und da sind wir auch schon am Ziel. Lol, richtig heftig, Alter. Okay, sie kann nicht näher rangehen, das heißt, sie müssen erstmal hier das verprügeln. So. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal Finn rüberholen. Muss ich jetzt schieben oder was? Achso. Tja, reine Muskelkraft, würde ich dir sagen. Fast effektiver als die Macht von den Jedis. Einfach jetzt hier durchlaufen. Ne? Ja. Okay, das ist jetzt nicht so das Ding. Die kann nur Fenn aufmachen. Das machen wir doch mal eben. Achso, reinschießen. Super. Egal wie es passiert ist, aber gut, dass es passiert ist. Wenn du nicht als Vorspeise für einen Ratar enden willst, solltest du dich lieber bewegen. Ja, wir haben sie ganz schön verschanzt. Geben wir ihnen ein größeres Problem als uns. Oh, fuck.
will versuchen, den Goldenen zu bekommen. Muss ich aber abwarten. Jetzt schießt er noch wieder zurück. Na, jetzt kann ich wieder draufheizen. Und Chewbacca wird da von einem Sniper-Heini abgeschossen. Ach, fuck. Ich bin gestorben. Das heißt, Chewbacca muss ich erstmal den abschießen. Gut, perfekt. Heute muss ich die Ratare wohl nicht füttern, was? Gut, das Teil übernimmt unsere Arbeit. Lass uns mal gucken, wie es da weitergeht. Hier kommt wahrscheinlich nur BB-8er. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte... Mann! Warte, erstmal nehmen wir Han Solo und machen die Tür auf. Gucken, wo es dahin geht. Geil, ein roter Stein. Natürlich sehr gut. Und mit ihm gehen wir jetzt mal hier durch. Muss durchgebrannt sein. Und wir kommen nicht zum Trennschalter. So, ich hätte sowieso hier reingemusst. Was ist jetzt los? Verwende die Maschine zu steuern. Achso, ich muss geben. Das ist natürlich nice. Dann nochmal drauf. Dann hier. Und da. Das ist cool. Nochmal. Super. Das war mal eine coole Sache. Ein bisschen abwechslungsreich. Die Sicherung ist durchgebrannt. Wir müssen sie austauschen. Okay, da muss sie rein. Das kriegen wir hin. Erstmal ein bisschen Geld ansammeln. Nehme ich die auf? Mit X. Nee, kaputt gehauen. Okay. Achso, das ist so ein kleines Ding. Das ganze. Der ganze Kessel muss mit. Yo, das ist genau wie im Film. Wer spielt? Ach, ich spiele Ray. Ich dachte, ich spiele Finn. Okay, jetzt kann er auch auf einmal auch dadurch rutschen. Na, ist egal. Okay, doch nicht. Hat sie nicht. Achso, von ihr aus gesehen nach links. Ich hätte gerade. Okay, alles gut, alles gut. Nein, nein, das Minikit. Voll schwer irgendwie. Hier das Ding aufprügeln. Schnell beeilen. Hier gibt es auch noch was zum Aufprügeln. Ich wollte jetzt können wir was zusammenbauen. Machst du überhaupt irgendwas? Was jetzt? Han Solo? Oh, 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 nee. Okay. Nee, das ist falsch. Ey, ey, geh weg, geh weg. Mach's kaputt. Super. Ich muss das woanders hinbauen. Hat hier irgendwas ausgerutzt, Alter? Jetzt nochmal in die Ecke bauen. Die müsste eigentlich hoffentlich klappen. Er mag uns wirklich nicht, was? Komm, Chewbacca ran. Eine gewisse Teilschuld daran. Komm, oh, jetzt mach doch nicht so lange hier. Jetzt. Es wird sein Tentakel da sicher nicht freiwillig reinstecken. Ach so, und jetzt
Effekt. Dass er tanzt. Jetzt die Tür zu. Okay, halt, super. Jetzt hab ich's begriffen. Können wir jetzt von diesem Schiff runter? Ja, hier entlang. Oh, da muss Hahn ran. Perfekt. So, mit vereinten Kräften. Super. Aber Freunde. Okay, okay. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wirkungslos. Wir brauchen eine größere Waffe. So, Freunde, erstmal bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich wünschte wirklich, du